Hallo und herzlich willkommen zum vierten Weekend Talk mittlerweile. Und es gibt auch jetzt wieder einiges zu erzählen. Da ist die Kamera. Und zwar, ja, Windows 7 ist, wie man bestimmt schon in einigen Videos mitbekommen hat, immer noch nicht da. Aber ich habe mir noch eine Kleinigkeit nebenbei bestellt. Und zwar so ein Mikrofonarm, damit ich mir den so an den Schreibtisch klemmen kann. Und dann kann ich mir so das Mikro richten, wie ich es gerade brauche. Das ist schon ziemlich praktisch. Jetzt muss ich nicht mehr meine Eigenkonstruktion aus einer Zimmerlampe benutzen und kann es endlich auf den Müll schmeißen. Ja, das war eigentlich ziemlich preisgünstig, eBay. Ja, das wollte ich nur mal so angesagt haben. Das könnte dann in der nächsten Facecam-Aufnahme sehr wohl zu sehen sein, weil ich habe da demnächst noch was vor, sobald Windows 7 mal eintrudeln sollte. Was demnächst auch der Fall sein dürfte, weil ewig ist meine Geduld auch nicht, ne? Die hat auch schon ihre Grenzen. Versteht ihr bestimmt, weil wenn ihr mal was bestellt habt und es kommt einfach ewig nicht, dann langt's einem auch irgendwann und ich habe schon einmal angerufen. Ich werde höchstwahrscheinlich dann nochmal anrufen, wenn es die nächsten Tage nicht da ist. Und die mal fragen, was da das Problem ist, warum das nicht kommt. Weil Lieferschwierigkeiten, die sind nicht auf 3 Wochen normalerweise ausdehnbar. Höchstens mal eine Woche. Eine Woche kann man verstehen. 2 Wochen, der wird schon kritisch. Und bei 3 Wochen, da denke ich mir, hallo, habt ihr mich beschissen? Aber die waren zwar alle ganz freundlich am Telefon, aber bei so kleineren Firmen weiß man natürlich nie, was da so dahinter steckt. Ob das Seriosität ist oder aber blanke Abzocke. Ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr dazu findet, warum das noch nicht da sein könnte, was ihr denkt, Abzocke oder einfach nur Lieferschwierigkeiten. Genau. Würde mich mal interessieren, ob ihr das auch schon mal hattet und oder wie ihr darauf reagiert habt. Habt ihr dort angerufen oder habt ihr einfach so lange gewartet, bis es da war? Ja, das war jetzt eigentlich nur 2 Themen. Das eine habe ich mal kurz angeschnitten, wie schon gesagt, mit dem Mikrofonarm. Der wird auch, denke ich mal, pünktlich kommen. Da kommt so in 2 Tagen, also Mittwoch, Donnerstag müsste da sein, spätestens Donnerstag. Dann werde ich ihn gleich mal ausprobieren, weil am Sonntag geht's ja schon ab nach Köln auf die Gamescom. Wuhu! Endlich, ich habe so lange drauf gewartet und ja. Zuvor noch mal auf die Laurentiusmesse in Marktheidenfeld mit dem guten Sulfi und dem guten Reimel. Ja, damit wäre schon eigentlich alles gesagt. Die nächste Achso, was ich noch sagen wollte, es gibt natürlich auch Vlogs und Videos, wenn ich in Köln bin. Jeden Tag, was wir machen, das werde ich schon alles bildlich bzw. kameratechnisch festhalten für euch, damit ihr auch einen kleinen Einblick bekommt, was wir den ganzen Tag so machen, wenn wir mal nicht am Zocken auf der Gamescom sind. So, das jetzt bleibt mir langsam die Luft weg vom viel Reden und ja, ich würde sagen, man sieht sich dann auf der Gamescom vielleicht. Wir sind jeden Tag dort, ihr könnt uns dort jeden Tag von früh bis abend sehen. Falls ihr uns überhaupt sehen wollt und erkennt, ja. Bis dahin würde ich sagen, macht euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, egal wann ihr das Video gerade anschaut. Und ja, man sieht sich. Tschüss.